Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen aus dem dunklen, dunklen Loch WWE 2K16 King of the Ring Turnier. Ja, ich bin der Onkel und spreche aus dem tiefen, dunklen Loch zu dem Rivano, der jetzt gerade ganz oben steht und im hellen Licht zu euch herabschaut. Hallo, und du hast noch den Lex Luthor ausgewählt, bitte tu ihn weg. Nee, hab ich nicht. Doch, also bei mir wird der Lex Luthor noch angezeigt. Hä? Hm. Ja, jetzt ist ein anderer. Okay, also gar keiner jetzt. Ja, auf jeden Fall, ja, tiefes schwarzes Loch. Einfach nur deswegen, weil ich gerade in einer absoluten Verlierphase bin. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und, naja, das ist halt nicht schön. Also ich bin eigentlich wirklich jetzt eigentlich ganz gut so mit den ganzen Gewinnen, aber ja, aber ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Außer, dass ich, ja, ich kann dir auch nicht da raushelfen, weißt du, ich muss dich ja platt machen. Ja, ist richtig, ich muss ja kämpfen, kannst ja nicht einfach sagen, nö, ich mache jetzt nichts mehr. Nee, ist schon richtig, ich habe gerade ein Tief und du hast, oder du hast einen Lauf, keine Ahnung, vielleicht spiele ich auch wie immer und du hast einfach bloß einen Lauf. Das kann sein, ja. Ja, das kann aber sich was krass war mit dem Cover bei dem gestrigen Tag, vorgestern. Dass ich da mal in der ersten Sekunde, das war noch unter der ersten Minute, oder? Keine Ahnung. Mit dem Cover, boah, das war auch. Ach so, das ja, wo du mich fest besiegt hast. Ja, ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich glaube, ich habe einfach bloß mal einen Tiefpunkt hier. Und, ach, das wird schon. Also fiebert bitte für mich, drückt mir bitte die Daumen, dass ich jetzt endlich aus meinem Loch rauskomme. Ich muss jetzt mal wieder, ich hoffe ganz stark, wenn ich jetzt gewinne mal ein Match, dass ich dann aus dem Loch raus bin. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin jetzt wirklich nur am Losen hier. Das ist, darf ich das fünfte, Match oder sechste Match, wo ich nur am Losen bin. Eine vierte. Eins, zwei, drei, vier. Stimmt, davor habe ich noch mit D'Lo Brown gewonnen. Hm? Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, drücken wir mal Viereck. Oh. Oh, ich krieg wieder nur Bauern hier. Oh, okay, ist der neu? Ne, den hast du. Das ist deiner, das weiß ich. Den hatte ich schon, oder? Ja, den hatte ich schon. Aber den das heißt nichts, liebe Leute, das heißt nichts. Was ist mit dem hier? Hab ich nicht mehr, okay. Hab ich auch schon gehabt. Hab ich auch schon gehabt oder nicht gehabt? Au, oh, so, da ist einer. Oh, boah, ein neuer. Den, oh, Entschuldigung. Ja, ist neu. Oh! Ja, ich bin voller Elan, weil ich habe endlich mal einen, den ich kenne. Ric Flair. Okay, dann würde ich sagen. Mach mir gerade ein bisschen Sorgen. Wieso? Ich habe doch noch gar nicht X gedrückt. Warum? Das wirst du gleich sehen. Also, weil du Ric Flair hast. Ja. Deswegen okay. Habe ich mich jetzt gerade ein bisschen so erschrocken. Nee, aber ich in die Liste geguckt habe, wir könntest du noch kennen. Das kann ja eigentlich bloß noch Flair sein. Verdammt, na gut. Wäre noch Bret Hart auch noch gewesen und so. Giant. Ja, naja, hast du aber gut geschätzt jetzt. Okay, dann würde ich sagen, zeigen wir uns das mal. Ich zeig dir das jetzt einfach mal, weil ne, jetzt weiß ich ja, wer du bist. Du weißt ja, was ich hab. Oh, ich hab ganz vergessen, den gibt's ja auch noch. Den Darth Vader. Ja, mein Freund. Also, wenn du damit nie aus einem Loch rauskommst, ne, dann weiß ich auch nicht. Aber du lehrst auch nicht so. Das hat aber mit dem Wrestler. Also, mit dem Wrestler hast du wirklich nichts zu tun. Da wäre ich ja schon mit dem Lex Luger aus dem Loch raus gewesen. Ja, okay, der ist ein Arm von dem ist ja dicker als von dem Tyler Breeze der ganze Körper. Ah, geil, ey. Der Darth Vader. Ist der überhaupt noch beim Wrestling? Den habe ich letztes Mal gesehen gegen Undertaker noch im Kampf. Oh Gott, da brauche ich gar nicht X drücken, oder? Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Ja, ich habe nur X gedrückt zum Packen und du bist leider angerannt gekommen. Na gut, da kann ich mich nicht messen gegen den Dicken. Was bist du denn? Ich wollte da nur mal ein bisschen gucken, ob da alles dran ist. Wie geil. Was machst du? Das Gesicht von dem Ric Flair, der hat sich richtig Spaß dabei. Oh, guck mal, du, deine Nüsse. Oh, ich krieg gerade Lachkick. Hast du das gesehen, das Gesicht von dir? Das musst du dir mal angucken. Der hat sich richtig entspannt geguckt, wo ich dich angefasst habe. Meine Fresse. Ich kann nichts dafür. Ich will einen Move machen und meiner spült man dann Klöten rum. Oh Gott. Ich hab hier voll den Perversling, ey. Oh, der Gesicht von Vader. Der hat das so ernst genommen, ne? Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt da Strom? Ich fasse dir an den kleinen Pinne.
Und der Vader, der guckt gleich hier mit seinem Bauchkasten Tisch an. Danke. Ich nehme den mal in die Hand, solange bis du da bist. Na, komm hoch. Ach klar, na gut, du hast ja den Vader. Oh, ich bin doch weggerannt. Nicht hinterher. Meine ich ja. Hä? Ich weiß. Ja, genau. Ein Schlag und der Vader fliegt durch die halbe Party. Ach, ich hab doch. Verkehrte Richtung. Also, ich werde mit Sicherheit heute Nacht einmal an deinen Klöten rumspielen. Was? Oh, Scheiße. Aber was ich geil fand, ist, dass ich. Aber du hast schon keine Ausdauer mehr, ne? Wahnsinn, ne? Ja, der ist schnell fertig mit der Welt, oder? Guck mal, ich bin noch voll. Ich habe noch gar nichts verloren an Ausdauer und deiner ist schon ziemlich müde. Also da haben die schon ein bisschen eingestellt. Mein Gott, ich mache echt so lappische Schläge, weißt du das? Oh. Ich will nochmal an deine Klöten. Das Gesicht. Der macht mit links und rechts macht er diese Attacke. Das ist so zum Kotzen. Der soll mal was Vernünftiges machen. Oh, das war die Vader-Bomb. Aber ich kann bestimmt mit dem Ric Flair auch einen unfairen Cover machen. Oh, was ist das denn? Ach Mann! Ja, habe ich auch gerade gedacht. Oh. Dabei mache ich die ganze Zeit, ne, so übelst gute Sachen hier. Und dann kommt er mit sowas. Oh. Geil, das war gut. Das war geil jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich erwischt, weil du hast ja durch den Ringpfosten geschlagen. Macht man das so? Oh nein, da kommt er wieder. Mann, ich treffe dich einfach nicht hier. Das ist ja. Oh ja, meiner kratzt. Packt dir in die Eier. Oh Gott, habe ich eine Frau oder was? Oh. Der Wahnsinn, ey. Oh ja. Ach nee, du hast gekontert, ne? Boah, du mit deinem Tisch, ja? Seid ihr jetzt die besten Freunde, oder? Oh. Oh. He's one of the baddest men in the universe. Jetzt kommst du die Tür. Oh, meiner kommt schon wieder runter hier. Scheiße. Oh nein, er springt auf den Tisch und er macht Selbstmord, der Tisch. Oh. Oh. Oh, 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 jetzt krieg ich's aber hier. Oh. Warte, ich möchte wieder an deine Klöten spielen. Oh, also was soll ich sagen, liebe Leute? Ich habe da gerade ein bisschen Probleme mit dem Ric Flair, weil der hat auch nicht so gerade die Todesmoves, weil der ist auch der Alte, ja, ne? Der hat die Moves nicht, weil ich zu schwer bin. So. Na, das kann natürlich sein, dass du natürlich zu schwer bist. Oh Mann, du hast meinen scheiß S-Skill geklaut. Oh, das gibt's nicht. Das sag ich dir aber. Oh, was macht er denn? Spielt er an. Oh Mann! Ich, oh, das ist doch ein Witzmatch, oder? Das ist doch ein totaler Witz, oder? Oh. Nee, ah. Mann, er ist der Eierbandler. Oh. Jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich die ganze Zeit machen will. Die auch kleine Klöten spielen. Ach. Oh Mann, ey. Da hebe ich dich auf, weißt du, aber dann nochmal. Da guckt er. Und da guckt er so freundlich und freut sich total, dass ich dir endlich an der Klöte spiele. Ich weiß nicht, was der Onkel da macht. Der schiebt mich die ganze Zeit hin und her. Das ist. Oh. Meine Fresse. Oh, jetzt ist er geschafft, doch davon. Mm. Oh, auf den Tisch. Oh, Lanz hat noch einen Tischbonus gemacht. Oh. Jetzt haut er mich raus. Oh. Mann. Nee. Das ist kein Lanz.
Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich. Der hat Eierschmerzen gehabt, der musste leider raus. Was machst du denn mit mir? Dein Gestöhne war so geil. Oh, oh. Als hätte ich dir die Eier zerdrückt. Und jedes Mal, das war so geil. Ich pack dir die Eier, er fliegt, fällt am Boden, ich heb dich auf, er fasst dich wieder. Na, ernsthaft. Oh, nee. Was sagt? Warum machst du nichts? Ich lache. Wieso? Wieso mache ich nichts? Hab doch gewonnen. Das Ende. Hä? Bist du noch im Match? Ich hab gewonnen. Bei mir steht, dass. Ja, bei mir steht, dass ich gewonnen hab. Was? Kein Witz. Ich mache das. Kann gar nicht sein. Ich kämpfe hier noch gegen dich. Nein, ich hab gewonnen. Warum wieder? Du hast mich doch bloß aus dem Ring geschmissen. Mit was willst du mich jetzt besiegt haben? Ja, guck doch. Ich hab ein Foto geschickt. Das ist doch Ende, deswegen lache ich doch die ganze Zeit so dreckig. Nee, ist nix Ende. Ja, wie komisch ist das denn, liebe Freunde? Ich bin doch ein Mädchen, jetzt mach ich grad meinen Finisher gegen dich. Ja, ich bin nicht mehr drin, also ich spiel nicht mehr, du spielst gerade gegen Computer. Guck mal auf dein Handy. Was geht aus Ringseil, Oberer? Ja, müssen wir dann Rückkampf machen oder was? Na klar. Können wir dann direkt anhängen, oder? Dann gehen wir direkt auf Rückkampf. Drei. So, jetzt hab ich es besiegt. Ja, guck mal im Foto. Naja, Beweisvideo habe ich ja, dass ich gewonnen habe. Das ist doch schon unrealistisch, weil du mich böse aus dem Ring geschmissen hast. Nee, ich hab dich gecovert mit unfairen Pin. Du hast mich aus dem Ring geschmissen. Nee, bei mir hab ich dich gecovert und dann kamst du nicht raus. Nein, du hast mich aus dem Ring geschmissen. Deswegen hab ich doch gemacht. Du siehst doch, dass ich gewonnen habe. Was meinst du, warum ich so dreckig gelacht hab? Ja, ich glaub dir das. Ist ja egal, machen wir Rückkampf. Ja, liebe Leute, das war jetzt irgendwie sehr merkwürdig. Sind wir denn noch verbunden miteinander? Ich hab keine Ahnung. Geh mal zurück zur Lobby, ja? Ja, bitteschön. Geil. Na, oh Mann, Rückkampf. Ich hab, und ja, warum ich jetzt zur Lobby? Warum nicht Rückkampf? Gegangen. Warum? Ja, dann geh mal auf Rückkampf, okay. Geh ich drauf. Ja. Ja, toll, ey. Wahnsinn, ehrlich. Oh. Ja, also du bist schon dabei, ne? Naja, ich bin dabei. Ich hau dir gerade auf. Du haust mich gerade, oder? Naja. Also ich liege jetzt am Boden. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass das jetzt schon wieder irgendwie hier nicht funktioniert. Weil, wie kann das? Ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, ich gewinne jetzt mit dem Eierbeißer. Und dann auf einmal komme ich wieder und dann war's das. Boah, was war das denn? Du warst so dick, dass ich dir gar nichts machen konnte. Oh, scheiße. Meine Fresse. Oh, du bist so blöd. Du bist so blöd, weißt du das? Warum? Ne, nicht du, der Ringrichter, aber ich wollte dir ins Genick springen. Hast du es nicht gesehen, dass ich den umgehauen habe? Hä? Alter, haben wir ein anderes. Du liegst jetzt gerade bei mir am Boden, oder? Nee, ich stehe gerade. Ich schau dir auf die Fresse gerade. Warte mal, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind gar nicht mehr zusammen in der Gruppe, oder? Aber bei mir steht Rivano 28. Ja, bei mir auch. Aber du machst gerade was. Du bleibst gerade stehen. Machst du ihm was? Ja, ja, ich schau dich durch den Ring. Ja, ja, nee, wir haben ein anderes Match, lass mal beenden hier. Ich spiel grad gegen Computer. Okay, dann geh ich mal auf Match beenden. Ja. Ja, wollen wir jetzt dann nochmal neu machen alles? Die ganze Aufnahme? Warum? Ach komm. Ja, wir haben ja die ganze Zeit nicht gegeneinander gekämpft. Wir haben die ganze Zeit gegen Computer gekämpft. Ich weiß nicht, die Aufnahme ist doch cool. Ja gut, dann... Ach komm, machen wir mal ein Special-Ding und komm, scheiß drauf. Dann lad mich ein. Oder? Wollen wir das als extra Folge rausschauen? Nee, passt schon. Ja, liebe Leute, er lädt mich jetzt sofort wieder ein und dann geht's direkt weiter. Ach Quatsch, jetzt habe ich Match genommen. Ja. Bin nicht in deiner Gruppe mehr. Oh, Wahnsinn.
Könnt ihr das mal sehen, wie das hier so läuft. Wahnsinn, ey, echt. Also ich hab die ganze Zeit gedacht, ich vermatch den Onkel. Und er lacht dann auch die ganze Zeit so dreckig, weil ich ihn ja an die Eier gepackt habe die ganze Zeit. Hast du das gar nicht mitbekommen? Doch, da musste ich ja lachen drüber. Ja, ich verstehe das nicht. Und dann trotzdem haben wir gegen Computer gefightet. Also das war jetzt alles ein bisschen merkwürdig. Kann ich mir jetzt gerade nicht erklären. Seriös. So. Kurios meinst du bestimmt. Kurios, ja. Sehr seriös. Okay, dann nehme ich mir mal einen Vader. So. Wow, dieser hat ein richtig langes Video. Und Rivano, der träumt lieber rum, anstatt mal was zu erzählen hier. Nee, ich bin gerade so gefesselt von dem, was da jetzt gerade los war. Ich freue mich, dass ich schon wieder gewonnen habe. Ich feiere und lach und denke mir, ich habe mir meinen Eier-Move, ich habe sie zerquetscht und er macht einfach weiter. Und ich denke, was macht er denn? Er redet und er mault und sagt, macht mich kaputt und alles. Ich war jetzt gerade echt gefesselt. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal gegeneinander sind. Gleich machen wir einen Test, in dem wir nicht sofort aufeinander losrennen, sondern einmal ganz kurz irgendwie nach oben, nach unten bewegen, dass wir es auch sind im Ring. Und dann machen wir. Davor waren wir es doch auch im letzten Match. Das ist dann halt bloß mittendrin rausgeflogen. Nee, waren wir nicht. Na klar. Gegen Computer gekämpft. Du hast gesagt, ich schlage auf dich ein. Das habe ich wirklich gerade gemacht. Ja, toll. Das machen die Computer auch schlagen. Aber sag ich, gehe in die untere Ringecke und du gehst in die obere Ringecke. Ja. Du gehst gerade in die untere, du wolltest noch in die obere gehen. Du sollst in die obere. Ach so, ja, okay. Jetzt sind wir drin. Du kletterst gerade hoch, ne? Ja. Ja. Okay, lass mich kurz wieder runter und dann legen wir los. Ja, liebe Leute, jetzt sind wir endlich dabei. Okay, und los geht's. Okay, er macht hier einen Move hier. Oh, oh, scheiße, eine Vader-Bomb. So, wollen wir denn jetzt, was? So eine Doch, das war eine Vader-Bomb. Nee, so ein Power-Slam. Oh, ich mach wieder, weißt du, er haut mich hier mit so einem Super-Slam rum. Und ich schaffe es nur, dein Bein anzutreten, so. Was machst du jetzt? Er schiebt mich mit seinem Gatten. Du schiebst mich gerade in die Mitte, ne? Ja. Ah, Gott sei Dank, ey. Ich habe jetzt gerade echt Angst, dass ich gleich wieder auf einmal, dass du wieder abhaust. Bevor wenn das Match vorbei ist. Also der Ric Flair ist nichts für mich. Oh. Also jetzt haust du mich aber gerade schon ein bisschen kaputt hier. Also ich weiß jetzt nicht. Ist dein Lauf wieder vorbei, oder was? Also mein Lauf. Ich hoffe es. Mann! Ach komm jetzt. Ah. The Vader. Ja, jetzt hat er nicht mit gerechnet. Dass ich, weißt du, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, Onkel? Ah, okay. Andere Taste war's. Ja, muss schon mal dabei sein. Nein, falscher Knopf. Also nicht falscher Knopf, aber. Ach komm, ich hab die paar Mal, ich war im Vor. Ah! Hasse sowas. Ich hab die ganze Zeit gedrückt und da hätte sie locker. Und dann, nö, jetzt hab ich keine Lust, mir die zu packen. Nö. Wenn der Vader mich mit der scheiß Leiter vermatcht, dann bin ich aus dem Leben genockt. Mann, steh auf jetzt! Aber geil war, gut, die Aktion haben wir ja auch noch drin. Ja, guck mal, das Gesicht von dem. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel für mich. Oh, also eins muss ich dem ja sagen, ne? Also ich bin ordentlich der Eierbeißer hier in dem Game. Also ich glaube, die Eier sind dann am Matsche. Aber ich bin ja in dem anderen Part, wo ich gegen Tisch oder Computer gekämpft habe, hast du es ja auch gesehen. Da bin ich ja voll auf den Tisch gesprungen. Das war ja sowas von geil. Durch den Tisch? Ah, endlich. Ja, wo ich drauf gesprungen, weißt du noch? Ah, jetzt kriegst du erstmal ordentlich auf die Nuss hier. Ich werde mein Chevy wieder unter den Tisch halten, sonst hört er die ganze Zeit meinen Klicker. So. Ja, schön. Ja, super. Ein super Match bis jetzt. Also. Und macht er jetzt wieder irgendwas am Ei? Nee, boah. Au, ins Gesicht springen. Das ist ja fast genauso gut.
bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh. Eins. Okay, er kommt raus. Okay. Weißt du, wie der Ric Flair seinen Finishing-Move ja gemacht hat? Der hat an der Füße. Nee, wenn der Gegner liegt, an der Füße. Ficker vor Lecklock. Echt? Okay. Weil nämlich gerade kein Finishing-Zeichen aufgetaucht ist. Oh. Ich bin so oh, es ist so dumm. Ja, ja. Have you ever seen a 450-pound man move around the ring? Oh, er legt mich direkt drauf. He moves like a 250-pounder, especially when he takes. Come! Oh, 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 oh. It's fate of time. Nein! Ach, wie geil ist das denn? Ich dachte, ich liege da drauf. Wir haben echt einen Delay drin. Ist ja Wahnsinn. Ah, schön. So. Ja. Nein, nein, wieso? Auf den Tisch auch noch, nein. Kacke. Du. Oh, ich dachte, du hast deinen Finish gemacht. Habe ich dich jetzt auf die Leiter gelegt? Oh, sieht so aus. Okay. Oh, ich weiß nicht, was meiner da macht. Achso. Ein Autsch macht er. Oh, voll auf den Tisch noch so halb drauf. Aua, 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 aua. Geil, echt geil. So. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ja, ja. Aber es ist ein Aufgabegriff, ne? Oh, wie soll ich dich denn so besiegen? Muss ich dich mit dem Finisher platt machen, ne? Was? Da, mit dem Signature muss ich dich dann covern danach. Was? Oder unfaire Pins habe ich ja auch noch drauf. Ah, schön. So, was mache ich denn jetzt vor lauter Angst? Ah, also der Move klappt hier irgendwie nie. Au, au, auf den Tisch. Hm. Ah, jetzt geht er wieder hoch. Du willst unbedingt mit deinem Körper auf mich landen, ne? Ach, scheiße. Und Cover dabei. Kacke. Ah ja, ganz easy. Das war noch so groß. Das war mein Finisher. Oh, okay. Was? Du glaubst ja wohl nicht, dass deine Eier hier verschont werden. Oh, davon habe ich lange nicht mehr geglaubt. Oh. Ach Mann, ey. Rick Schwulflärm. Ja, der ist wirklich also so geil habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt hier. Aber ich kann auch nichts machen, ey. Der macht immer dasselbe Scheiß. Ah, das geht nicht, oder? Blockt der da automatisch, weil der so schwer ist? Oh, auf zu leider, Alter. Das tut weh. Ey, ich kann halt keine Moves machen. Das ist für mich ist das. Aua. Für mich ist das echt schwierig, gegen dich zu kämpfen. Für mich ist das recht schwierig. Wer war der denn? Och, und Mann. Er liegt schon wieder. Und er liegt schon wieder. Ja! Geil, geiles Gerät, ey. This match has taken so much out of this guy. He's not gonna give up. But man, This is what you call building momentum. Vader's just so powerful, so dominating and so fast for so long. Du haust mir jetzt aber auch durch die ganzen durch den ganzen Ring. Was jetzt habe ich's. durch den ganzen. Oh, jetzt hat er mich so zärtlich umgedreht. Na! Er hat mich so zärtlich umgedreht. Ach, nee. Der Klötenbeißer ist wieder am Start hier, meine lieben Damen und Herren. Der Klötenbeißer. This is what you call building momentum. Mm. Boah, was ist das für ein Kampfmatch, ey. Das ist echt grausam, ey. Der Eierbeißer gegen den Fettsack, ey. Ist Wahnsinn, wirklich. Oh je. Nicht an der Eier jetzt am Rumspielen. Oh, meiner ist alt, weißt du das?
Ach, jetzt habe ich mich selbst verletzt, oder? Ehrlich jetzt? Komm schon! I'm so beautiful. Go, 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 go. Ja, auf den Tisch. Boah, das tut doch weh, sowas. Auf den Tisch. Mein kleiner Freund. Auf den Tisch. Und nochmal. Ah, herrlich. Und jetzt, ja. Oh, Mann. Echt jetzt? Ach so. Weil diese Aufgabe, das bringt mir nichts. Okay, scheiße. Meine lieben Damen und Herren, jetzt steh auf, du fette Sau! Nimm ihn doch! Warum macht er denn nichts? Ich hab grad Lust, wieder in deinen Eingang zu gehen. Oh, scheiße, jetzt liege ich schon wieder. Ist das dein Finishen? Boah, das muss doch wehtun, ey, wenn da so ein Backfisch ankommt. Oh, scheiße. Scheiße! Komm schon. Ach. Und rausgekommen, Gott sei Dank. Aber auch nur mit dem, Flair, dass der Mann. Finisher weggemacht. Also hast du Dings gemacht. So, ja. Mhm. Das stimmt, ja. Wie hast du das? Ja, hier, mein Finisher habe ich eingesetzt. Eine Verteidigung, ne? Ja. Mhm. Widerstand, ja. Widerstand. Genau, der Widerstand. Oh Mann! Das kann doch nicht weh, der tut doch weh, was du da machst. Bong. Da kommt er immer ganz schnell raus, ne? Also. Das muss ich dem ja lassen, ne? Wenn ich da versuche, ein bisschen was zu machen, dann kommt er da immer raus. Oh, schön. So, covern. Oh, ganz knapp, hm? Oh. Wie das Gesicht von dem, das ist so geil. Oh, jetzt habe ich dir, glaube ich, deine Eier noch auf den Tisch gehauen hier, oder? Ach Mann, ich will, dass du am Boden bleibst, Mann. Also eins muss ich den ja lassen, ne? Der Ric Flair ist echt kein Charakter für mich. Oh, auf den Tisch. Aua. Ich muss ganz offen ehrlich gestehen, das tut ihm doch weh. Ja. Da zeigt er erstmal seinen Bizeps, schön. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe nur X gedrückt, ich wollte dich ja wegwerfen, Frist. Aber das Problem an der Das gibt es doch nicht. Ich kann nichts machen, ey. Meiner, der kann keine Moves machen mit dir, der kann nur Eier krapschen. Das ist ein richtig kleiner Perverser, ist das. Ach komm, ey. Das ist ärgerlich jetzt. Ich habe wieder alles gedrückt, was richtig ist. Und was macht er? Ah, deiner war der Stuhl zu schwer, oder? wieder dann den Stuhl wegschmeißt. Das sieht alles immer so actiongeladen aus. Das ist Wahnsinn. Ah, danke. Er holt mich wieder rein. Oh, jetzt mit dem Kopf da dran. Oh. Mm. Aber keiner blutet bis jetzt, ne? Anscheinend sind wir so cool. Ach nee, jetzt ehrlich jetzt. Oh, auf den blöden Tisch. Hm. Tisch. Das ist geil. Kennst du das? So fällt der auch immer um.
could very well mean the beginning of the end. Ach komm. Ja, da macht er sogar. Ich kann mich hier am Boden legen. Ist das geil. Ich kann mich sogar am Boden legen. Was, wo schlägt denn der hin? Ich hab keine Ahnung. Oh, ja, hab ich. Ich hab's gesehen, ja. Ah, schön. Ja, ich habe das gleiche Problem. Sag dir das. Oh, du Scheiße. Oh, ich hoffe, das schafft er. Mann, der bewegt sich wie eine Kröte, ey. Naja, gut. Ich habe zwar noch getroffen, aber das, was ich eigentlich machen wollte, hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt, Mann. This is unreal. Is that enough for the Nature Boy to pick up the win? I'll be surprised if it's not, Cole. Look how slow he is to recover. Oh, ich hoffe, du verlierst jetzt endlich. The shoulders are down. Two. And the shoulders up in time. Oh, hätte ich mal nichts gesagt, ja. Oh, now he's done it. Vader's not happy about this at all. Darf ich deine Eier ein bisschen anfassen? Look at this. He's going back to an old friend with that one. You're right about that. Oh nein! Oh, ist das geil. Oh scheiße. Ja, macht wieder seinen Konter hier. Oh, schönes Ding, schönes Ding. So, ich möchte jetzt meinen Finisher auf den Stuhl machen. Nein, 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 nein. Ach Mensch, dreh dich doch mal dahin, wo ich hier drehe. Also ich habe jetzt gewonnen. Siehst du das auch? Ja. Ja. Oh, okay, es tut mir leid, ey. Aber du möchtest ja... Aber komm, der Vader war doch nicht gut, oder? Da kann ich dich also irgendwann nochmal mit dem Eierkrapscher angreifen. Das wird beim nächsten nicht passieren, weil das war jetzt wegen dem Riese. Weil du nicht hochheben könntest. Ach so, meinst du, das war... Das habe ich dir vorhin schon erklärt. Ja, so eine Ausweichattacke, ja, das war echt ätzend. Ey, Leute, ohne Witz, egal was ich gemacht habe, er konnte entweder nur an die Eier grapschen, er konnte in die Eier schlagen oder das Beinchen stellen. Das war alles, was er konnte. Aber war doch ein geiles Match noch. Auch wenn es jetzt am Anfang dann kleine Probleme gegeben hat. Und ja, ihr habt ja alles mitbekommen. Ich war eigentlich dran auch, ne? Oder was? Ne, doch nicht dran. Ja, lass dich reden. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, liebe Freunde. Auch jetzt hier eine kleine Special-Sendung ist hier mit, boah, was, 30 Minuten? 32 Minuten. Ah, ja, heftig. Und schaut doch mal bei Onkel Gamercheck LP vorbei. Und bei mir, Revano LP. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt WWE 2K16 Turnier. Ciao. Tschüss.